Ja, hallo zusammen und willkommen zur vierten Folge von Let's Play Deus Ex. Wir stürzen uns einfach mal direkt in die zweite Mission. Ich habe ein paar Sachen verändert. Zum einen habe ich... Moment, sie reden uns. The terrorists are in a fighting retreat. A few have barricaded themselves inside Castle Clinton. Lead the way. Our orders are to locate a barrel of ambrosia they are hiding inside. I will give you a schematic of the barrel, but first we will exterminate the NSF terrorists. Exterminate? A precious opportunity we cannot neglect. What about the rest of the shipment? That is your brother's assignment. You will take the subway to meet him in Hill's Kitchen. But first, we should deal with Castle Clinton. Are we going in the front, or is there another way? A secondary entrance would be useful, but I am aware of no such thing. Okay. Wir haben ein Bild bekommen. Jetzt rennt sie ja schon einfach los. Images. Ein Ambrosia Flyer. Ja, das ist so das Heilmittel gegen den grauen Tod. Und dann haben wir den Terroristenführer, Leogold, ein Colonel, in Hell's Kitchen. So, was man zum einen sieht, ich habe das Interface größer, in der doppelten Auflösung. Allerdings musste ich dafür in 16:10 aufnehmen, weil ich sonst, das kriegt man erst an einer bestimmten vertikalen Auflösung. Allerdings habe ich keinen Monitor, der 16:9 ist, sondern 16:10. Und ich kriege die entsprechende vertikale Auflösung nur, wenn ich 16:10 aufnehme. Vermutlich habt ihr jetzt also auf YouTube kleine, dünne, schwarze Balken an der rechten und linken Seite des Videos. Die allerdings gehören dahin. Das muss dann halt eben so. Oder ihr schenkt mir einen neuen Monitor und dann kriegt ihr auch noch schönere und bessere, größere Auflösung, 1080p. Zum anderen habe ich die Helligkeit wieder ein bisschen hochgedreht. Ganz einfach, weil die letzte Folge doch recht dunkel geworden ist und das so wahrscheinlich wieder ein bisschen besser sein sollte. So, und wieso denn jetzt eigentlich Castle Clinton? Ich dachte, wir sollen einen Powerplant hier, ein Kraftwerk ausschalten und unser Bruder... Wow, what was... nein, was für eine Note. Ach, was auch immer. Dass unser Bruder, das Lagerhaus angreifen kann, wo die Ambrosia-Lieferung gelagert wird. Aber offensichtlich nicht. Dann speichere ich mal noch und dann schauen wir mal, wo die Dame hingeht. Was bist du denn für einer? Ist das ein Kind oder ein geschrumpfter Mann? Hallo? Naja. I'm starving. Do you have anything to eat? Was mit etwas Soyfood? Don't matter. I just need something in my stomach so I can fall asleep. Here you go. Do you have a place to stay? I sleep out on the dock where they unload the speedboats. Speedboats? Is that how the NSF get their supplies? I don't know. They're always coming in and out of the tunnel behind the soda machine. Interesting. I spy on them from the crates. The code is 9183. Oh. Clever boy. Thanks for the snack, mister. It's the least I could do. 9183, okay. Ist das, diese Automat hier? Ich kann ihn schon mal nicht benutzen. Was ist das für ein Kasten? Ich speichere mal ab. Dann haben wir doch bestimmt Lockpicks hier. Ah, ich sortiere mal gerade mein Inventar um. Ich hätte gerne die Lockpicks auf der 3, Multitools auf der 4, Messer und Baton, so vielleicht. Nochmal speichern. Okay, ein Lockpick. Ja, ein Security Pad. 9183. Aha! Okay, da schaue ich mich gleich um. Aber zuerst mal noch kurz die Docks hier anschauen. Da hinten geht's noch irgendwo hin. Ja, das ist doch schon eine deutlich dunklere Mission als die letzte auch. Mal schauen, wie das auf YouTube rauskommt. Look at that. Don't have nobody at the side entrance. NSF could just walk away.
Okay. Das hier ist ein Texturfehler wegen dem Beleuchtungspatch. Aber ich finde es trotzdem immer noch hübscher mit der neuen Beleuchtung. Macht auch die dunklen Ecken deutlich dunkler. Ja, hier hinten geht es irgendwie weiter. Da drüben ist auch freundlich. Und wo ist die Anna hin? Die ist irgendwo da vorne hingerannt. Muss ich ja mal nachschauen hier, bevor ich in die Tunnel reingehe. Auch ein freundlicher? Ja. Sprich mit mir. Wenn du unbedingt willst. Nein. Sowas tun wir nicht. Ah, was war das? Oh! Okay, da wird gekämpft. Das ist dann vermutlich Anna gegen die... Okay. Nein, sie ist nicht dabei. Ich halte mich da raus. Ich weiß nicht, wo die Dame hin ist, die uns in unserer Mission unterstützen sollte. Aber offensichtlich hatte sie Besseres zu tun, als auf uns zu warten. Ich schaue mir lieber die Tunnel an. Die finde ich irgendwie interessanter. Geht's da nochmal hin? Hier rum? Ich spreche nochmal. Ich frage mich, ob die KI da einfach ohne mich gewinnt. Fässer. Unter Wasser. Munition und eine Tür, die ich nicht bedienen kann. Ist da irgendwo ein Schalter für? Oder vielleicht hier im Fass? Nein, nichts. Sieht leer aus. Dann eben runter hier rein. Ich speichere nochmal. Oh, hier ist ein Schacht. Ja, nice, geht auf. Nichts wie rein hier. Lululu, lululu, lululu. Hier ist die Treppe. Geht wohl wieder hoch. Oh! Thought I saw someone. A guy in a coat. In a coat? Is someone there? Mit Selbstschussanlagen. Yes. Nein. Da bleibe ich mal lieber hier im Tunnel. Forget it. I was hearing things. Das geht dann wohl auch da raus. Was ist hier drüben? Das ist ein anderer Ausgang. Haben die mich gesehen? Ach, die haben mich gesehen. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Dann gehe ich da einfach nicht hin, sondern gehe mal direkt weiter hier. Mission, Zigaretten. Noch ein Wächter. Okay. Da stecke ich irgendwie in der Falle. Okay. Dann machen wir das doch irgendwie anders. Ich warte jetzt mal hier ab. Der Typ müsste dann ja wieder hier langkommen. Piekse ich mir in den Rücken. Ich habe gar nicht geschaut, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Versagt.
Flammenwerfer, ich will doch gar keinen Flammenwerfer, ich will den Kerl mitnehmen, bevor der andere um die Ecke kommt. Verdammt. Wie, kein Platz für Flammenwerfer? Brecheisen braucht doch kein Mensch. Wie werfe ich das denn eigentlich weg? Drop. So werfe ich es weg. Flammenwerfer haben die, interessant. So, jetzt bringen wir den Bewusstlosen einfach mal hier in den Tunnel und hoffen, dass der nicht mehr aufwacht. Dann können wir jetzt mal den Flammenwerfer anschauen. Ich habe gar nicht geschaut, wann ich mit der Aufnahme angefangen habe, aber das dürften schon so 10 Minuten gewesen sein. Schön, aber eher was für den Rambo-Stil. Das bedeutet, für den Moment lasse ich den einfach mal hier. Ist die Beleuchtung gerade irgendwie heller geworden? Oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, manchmal, wenn ich lade, ändert sich ein bisschen die Lichtverhältnisse. Okay, kommt der hier wieder hier rüber patrouilliert, dann könnte ich vielleicht hinter ihm durchschlüpfen. Nein! Nein! Okay, einmal schnell das Layout hier merken. Oh, da ist so ein Ambrosia-Kanister. Diese Selbstschussanlage hat deaktiviert. Okay. Dann laden wir einfach nochmal. Und machen die Sache nochmal. Und schalten in dem Fall einfach beide aus. Wobei, vielleicht reicht es auch, den anderen auszuschalten. Ich nur warte, bis der hier wieder zurückpatrouilliert. Schauen wir uns mal kurz noch an, welche Route der nimmt. Der marschiert da ums Eck, kommt dann hoffentlich direkt zurück. Ja, gut, der dürfte nicht in den anderen Gang reinsehen können. Und er kann auch nicht in diese Tunnel hier reinsehen. Dann wird es jetzt... Wow. Direkt Zeit. Nein! Ach, goddammit. Ja, das ist das Problem von Stealth-Taktiken. Man muss des Öfteren mal laden. Aber das habt ihr ja schon beim ersten Mal gemerkt. Oder bei der ersten Mission, so. Ich habe Zigaretten aufgenommen, die werfe ich ihm jetzt hin und hoffe, dass er dann nicht zu mir schaut. Also, dahin. Yes! Zigaretten nehme ich wieder mit. Was habe ich bekommen? Irgendwas. Nano... Und Munition. Ich werfe ihn hier nach hier hinten. Doch, so ein Ding. Damn it. Ich will keinen Alarm auslösen. Das müssen wir nochmal laden. Ich hätte besser speichern sollen. Man sollte immer nach jedem Erfolg speichern. Und vielleicht sogar mal ein richtiges Save-Game machen. Da habe ich aber noch was übersehen. Ein Multitool. So, die Zigaretten kommen auf die 3, solange ich keine Lockpicks habe. Na? War wohl noch nicht nah genug dran. Is
Warum kommt der denn jetzt? Nichts klappt hier, ist ja furchtbar. Jetzt ist wieder dunkler. Das ist mir ein Rätsel. Moment. Warum hat sich die Beleuchtung verändert? Da ist doch irgendwas kaputt. Vielleicht soll ich den Beleuchtungspatch doch deaktivieren. Naja. Noch ein Versuch. Letzter Zigarettenversuch. Nein! Das gibt's doch nicht, das muss doch mal klappen. Ich schleiche dem jetzt einfach hinterher und erledige ihn gleich. So. Geh's nämlich auch. Warum nicht direkt so? Eine Leiche hier ins Eck und dann speichern und mal ein richtiges Safe Game anlegen, falls ich ein dummes Autosave mache. So, und zwei Tunnel. Okay, die Kamera da oben dreht sich. Ah, wünschte, man könnte sich um Ecken lehnen, um die zumindest. Ah, das finde ich schlimm. Man kann die gar nicht sehen. Ich kann nur auf gut Glück hier ausweichen der Kamera. Das war's nicht. Das war's. Was ist hier drin? Ein Medikit. Kann ich das Ding hacken? Nein. So, aber irgendwo war doch hier ein Ambrosia-Kanister. Ich warte, bis sich die Kamera wegdreht. Und dann schlüpfe ich schnell in den Nebenraum. Und zwar jetzt. Objective complete. Agent Navarre will describe your next assignment and stay behind to protect the Ambrosia. Look for her out front. Out front? Soll ich jetzt wieder raus? Ich vermute mal, dass dieser Tunnel hier unser Ausgang ist. Na gut, dann nochmal ein Safe Game und nochmal ein richtiges Safe Game. Ah, das Ding hat mich wieder gesehen. Das sieht ein bisschen aus wie die Ausgangstür vorne. Aber ich schwimme jetzt einfach mal hier entlang und guck mal, wo ich hinkomme. Ah, oh, Riesentunnel. Okay. Never mind. Ich schwimme hier nicht entlang. Ich gehe stattdessen hier hoch. Verschlossene Tür. Was hier wohl dahinter sein mag. Verschlossen. Intriguing. Ich leide nicht auf. Ich brauche ein Lockpick, habe aber keins. Ich habe nur Multitools. Hier ist noch Munition drin. Ich wünschte, man könnte die Dinger irgendwie ausspionieren. Ich weiß es nicht. Wie. Ich
kann nur abwarten. Ich kann mich nicht so lehnen, dass ich das Ding sehen kann, weil dann sieht es mich auch. Es dreht sich jetzt darüber, ganz langsam, dann beginnt es sich ganz langsam zurückzudrehen. Und jetzt kann ich durch. Nein! Also wenn ihr der Meinung seid, dass das auch anders geht hier, dass ich dir irgendwie feststellen kann, wie die Kamera gerade schaut, dann sagt's mir doch bitte, weil dann würde ich das zu gerne tun. Ah. Kein Timing-Gefühl dafür. Nein, das hab ich immer noch gesehen. Okay, ich muss noch viel, viel, viel länger warten, offensichtlich. Ich denke mal, ich kann zwischendurch schlüpfen, wenn es gegen diese Wand hier schaut. Aber das reicht einfach nicht. Oh, ich hasse dieses Spiel. Wahrscheinlich tut es nicht mal was, dass dieser Alarm hier ausgelöst wird, aber ich will es trotzdem nicht. Das ist nicht mein Stil. Ich löse keine Alarme aus. Okay. Muss nur lang genug warten. Geduld ist es hier, was auf die Probe gestellt wird. Okay. Ich schätze mal, wir sind drin. The kiosk of Castle Clinton. The bulk of the NSF troops must have gone through here to get underground. Huh. Und lauter verschlossene Türen, die ich allerdings auch mit Gewalt aufmachen kann. Was? Nein, renn nicht! Ah! Ich hätte nicht mein Messer zücken sollen. Ja, das hier hat auch nur eine bestimmte Stärke, aber das kriege ich einfach so nicht auf. Das ist Metall. Ein Nano-Key? Für die Kiosk-Door. Ach ja, ich sollte meine Keys eigentlich mal anschauen. Sehe ich die irgendwo? Ich hätte doch noch irgendeinen anderen. Key to Castle Clinton safe. Okay. Okay, da draußen sind Wachen unterwegs. Ja, was ist denn jetzt eigentlich unsere Mission gerade? Wir sollen zu Agent Navarra zurück, dann mache ich das einfach mal schnell. Das heißt aber, ich muss wieder durch diesen tollen... Na toll. Ich muss wieder durch diesen tollen Kameraraum hier durchschlüpfen. Das kann ja heiter werden. Yay! Kann ich den auch einfach rückwärts niederschlagen? Also von hinten niederschlagen? Hab ich noch gar nie probiert. Nein, geht nicht. Ugh, was für eine furchtbare Aufnahme. Ich schätze, sobald ich bei Navarra bin, wird es Zeit für einen Schnitt. Aber möchte ich nicht meine Charger-Munition verbrauchen, nur um den Kerl jetzt auszuschalten? Denn ich weiß, dass ich ihn umgehen kann. Ach ja, und ich habe ja noch die Superstärke, um schwerere Sachen hochzuheben. Die sollte ich nicht vergessen. Die ist jetzt auf F6 aktivierbar. Da kam ich her.
Oh, ich hoffe, das Pfeifen kommt nicht schlimm raus auf der Aufnahme. Marschierst du nochmal weiter? Ja, danke schön. Ja, ich seufze auch schon. Boah, alles schrecklich hier. Ich könnte ja noch schauen, was da oben abgeht, aber ich schätze, das ist nur die Treppe, die nach unten führt. Okay, wo ist Agent Nevada? Draußen hieß es. Draußen, aber wo? Bin ich am Ende gar nicht hierher gemusst? Ah, das wäre schon auch schlimm. Wie ist denn die Schlacht ausgegangen? Ah, da ist sie doch. You were too gentle with the NSF, but I cannot complain. You completed the objective. At least you are not a coward like Paul. UMAX might have copper wiring to reroute your fear of pain, but I've got nerves of steel. You are not a mech. You do not know what it is like. What's it like to stand around revving your actuators while the more advanced units complete the mission? No thanks. It was my error to believe that UNATCO's superweapon would appreciate the chance to prove himself. Just give me the next objective. How dare I delay your search for glory? The NSF in the subway station have taken hostages. Free them, but you know our standing orders. We do not make deals. Use this EMP grenade to disable the electronic detonators of the booby traps. Now we will see who is made of steel. I can take out a booby trap. Sollen wir das jetzt machen? Sollen wir vorne rumgehen? Haben wir denn überhaupt eine Karte von dem Ganzen? Nö, wir haben nur Liberty Island. Wie geht's uns so? Na gut, im Osten, östlich von Castle Clinton, in der Subway Station. Das kann ich ja dann wohl von draußen erreichen, versuche ich das einfach mal. Und dann mache ich das aber in der nächsten Folge, denn für den Moment ist erstmal genug für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.